Plopp. Ja, ich darf auf Sie trinken. Danke. Danke für 1000 Follower mittlerweile. Wir sind total überwältigt, dass wir ja in so kurzer Zeit wirklich so viele Follower zusammenbekommen haben. War eigentlich gar nicht die Absicht. Eigentlich war die Absicht, wir machen unseren Garten und lassen die Leute daran teilhaben. Ja, und nun haben wir 1000 Follower. Wir sind da wirklich wahnsinnig stolz. Vielen, vielen Dank für Ihre Treue, für Ihre Kommentare unter den Videos, für manche Tipps, die ich auch nochmal brauche. Und. Also dafür vielen Dank und auf Sie. Ihnen jetzt erstmal viel Spaß beim Rückblick. Wir gehen wieder einige Wochen zurück. Ich werde mir meine Waldmeisterbrause schmecken lassen. Sie gucken sich das Video an und dann sehen wir uns gleich wieder. Also vielen Dank für die 1000 Follower und viel Spaß jetzt beim Zugucken, ne? Noch rausnehmen hier. So. Mein Hochbeet. Ist ja immer so eine Sache. Jedes Jahr aufs Neue. Was machst du da rein? Jetzt haben wir ja das eine da drüben. Da sind Schwarzwurzeln und sowas drin. In diesem hier, ja, ich sag mal, experimentiere ich so ein bisschen und tue und mache. Und auf diese Ecke kommt jetzt Basilikum. Das Spannende oder Interessante bei Basilikum ist, dass er Lichtkeimer ist und dass ich den jetzt einfach so hier drauf streue und nicht irgendwie nachher einhaken muss oder bedecken muss mit Erde, weil das mag der nicht. Das Gute daran ist oder das Schlechte für mich ist, dass die Vögel das auch mögen. Ja. Aber ich sag mal so, ich habe hier so viel Samen, dass ich jetzt sage, Hälfte, 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 Vögel, Hälfte ich. So, jetzt geht es nochmal hier hinten hin. Ich muss das ja irgendwie so ein bisschen abtrennen, ne? So, fertig. Basilikum. So langsam sind wir auch am Ende unserer Aussehzeit. Das nächste Gemüse, was jetzt kommt, was jetzt wirklich noch in die Erde muss, später, ist so das Wintergemüse. Da ist dann der Grünkohl dran. Gut, klingt doof, dass man Anfang Mai bzw. Mitte Mai sind wir jetzt, schon an den Winter denken muss, aber das ist leider so. Das Jahr des Gemüses läuft halt immer wieder durch. So. Hier kommt jetzt noch ein besonderes Gemüse hin. Das hatte ich letztes Jahr schon im Garten unten. Mache ich aber dieses Jahr hier oben. Und zwar Boxhornklee. Dann nehme ich zwei rein. Zack, 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 zack. Oh. Der hat letztes Jahr Bombe funktioniert. Bis der Frost kam. Weil ich wollte ihn trocknen lassen und dann haben wir einen Frost gehabt, ja. Und was soll ich Ihnen sagen? Oh, plötzlich war alles hin. Also nochmal Boxhornklee. Ja, und dann sehen Sie, ist mein Hochbeet so gut wie voll, ne? Ne, das sind die Samen. Die sehen auch urig aus, ne? Aber gut. Schmeckt halt besonders gut im Salat. So. Sie dürfen jetzt noch mal durch den Garten gehen, dürfen noch mal gucken, was ich noch so fabriziert habe. Und ich mache das hier fertig und dann sehen wir uns gleich an einer anderen Stelle im Garten. Bis gleich. Es ist ja ein Problem.
wenn ich ehrlich bin. Sie wissen ja, dass wir im anderen Garten, wo wir eigentlich hinziehen wollten oder eigentlich hingezogen sind, deutlich mehr Platz hatten. Also wir hätten gehabt 800 Quadratmeter. Hier haben wir grandiose 442 Quadratmeter, wo sich, ich sag mal, mittlerweile ja, 200 bis 220 Quadratmeter als Gemüsegarten wiederfinden. Also ungefähr ein Viertel von dem, was wir zur Verfügung hätten. Abzüglich sogar des von mir geplanten Folientunnels, der ja nun hier in diesen Garten nicht reinpasst, wie wir wissen und wie wir sehen. Also muss ich in diesem Jahr die Menge, die ich ausgesät habe, irgendwo unterkriegen. Natürlich wird es dann auch das Problem der Ernte geben. Also es wird definitiv, das weiß ich jetzt schon, nicht so viel Ernte geben, wie es gegeben hätte, wenn wir das in dem anderen Garten gebaut hätten. Aber ich probiere es trotzdem. Wenn man jetzt im ersten Moment guckt, sieht das natürlich noch aus, oh, hier die ganze Seite ist noch frei. Ja, das stimmt ja auch. Aber hier kommen jetzt die Wassermelonen hin, dann kommt noch der Weißkohl hin. Und dann haben wir da noch jede Menge Freilandgurken stehen, die auch noch ihren Platz brauchen. Das heißt, die Fläche ist ruckzuck voll. Zusätzlich kommen da hinten, da ist auch noch eine Freifläche, da kommen aber die Kidneybohnen hin. Das heißt, dann ist der Garten erstmal voll. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall von allem was ernten. Hier sehen Sie schon Pfosten. Hier ist geplant, dass wir das Ganze überdachen, wegen der Wassermelonen. Die mögen ja halt keinen Regen und ja, das wird ein Dach in der Hoffnung, dass wir das jetzt die nächsten Tage auch fertig kriegen. Was so ein bisschen helfen soll, dass das Ganze vernünftig wächst. Hier am Rand stehen dann nochmal Paprika. Gemischte, da sind einmal Gemüsepaprika, Padrons, also diese Grillpaprika und Mittelmeerpaprika. Die stehen am Rand des Dachs in der Hoffnung, dass da auch nicht so viel Regen rankommt und das Ganze dann ja auch ein bisschen davon profitieren kann. Ich erstmal fange jetzt an, hier meine gemischten Paprika, ne, hinzupflanzen. Da sind sogar Peperonis, das sind die kleinen hier, die stehen hier auch noch. Wie gesagt, sind eigentlich Gewächshauspflanzen, aber die müssen jetzt halt ohne auskommen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze so ein bisschen gelingt. Wir versuchen es einfach. So, ich fange mal an. Was haben wir denn hier? Hier zum Beispiel, das ist eine Peperoni. Die kriegt jetzt hier erstmal ein Loch. Und dann kommt sie da rein. Die sind alle noch sehr klein. Ist natürlich auch dem ganzen Umzugskram und Mist geschuldet, was wir hier so verzapft haben. Nämlich, ja, einfach kurz umzuziehen und dann nachher wieder zurück und überhaupt. Aber das ist ja nun Geschichte. Jetzt sind wir wieder hier in unserem niedlichen Garten. Alles halt dieses Jahr ein bisschen später als sonst. Aber wenn die jetzt in diesem Jahr nicht so groß werden, beziehungsweise wenn wir gar nichts ernten, werde ich einige der Paprikapflanzen mit nach Hause nehmen über den Winter. Werde sie überwintern und dann schauen wir mal, ob sie dann vielleicht im nächsten Jahr tragen, beziehungsweise ob die das auch überleben und wir dann im nächsten Jahr davon ernten. So, ich mache das jetzt fertig. Ihnen noch viel Spaß beim Weitergucken und schauen wir mal, was das hier wird. Ne? Mittelmeerpaprika. Sehen die nicht prächtig aus? Habe ich übrigens auch wieder bei Hof Jebel bestellt. Sind Süßkartoffelpflanzen. Insgesamt 6 Stück habe ich gekauft. Die kommen jetzt hier in meine Regentonne. Da liegt das ganze Holz noch rum, was wir noch für die Hütte brauchen. Aber das ist nicht so wichtig, weil die brauchen ja nur ein bisschen Platz in der Erde. Gucken Sie sich das an. Haben die gleich gut gewurzelt. Die habe ich jetzt ganz kleine Pflanzen gekriegt und habe sie jetzt wirklich nur 1,5 Wochen bei uns in der Wohnung stehen gehabt und sind total schön kräftig geworden.
Die kommen jetzt hier rein, daneben sind Zucchinis. Das Holz kommt die Tage weg. Und dann haben die richtig schön Platz, hier ordentlich zu ranken. Die anderen kommen in Kübel, weil ich mal gucken möchte, wenn die ein bisschen beschränkter im Platz sind, so wie hier, wie haben sie zum Beispiel Platz 1,5 Meter nach unten. In so einem Maurerkübel haben die nicht ganz so viel Platz, aber vielleicht klappt es ja auch. Mal einfach schauen, einfach mal ausprobieren. Das ist ja immer so eine Sache. So, die gehen jetzt hier schön rein. So, das gleiche mit dir. Ich mache auch nur 2 Stück rein, weil die werden nachher sehr ausufernd und brauchen echt viel Platz. Von daher denke ich mal, wird der Platz hier gerade so nachher reichen. So, ihr beiden, Wasser gibt's gleich. Und dann dürft ihr jetzt wachsen. Weiter geht's. Wenn es eine Arbeit gibt, die ich ja nicht so ganz gerne mag, ist es Unkrautzupfen. Aber gehört ja dazu. Ne? Ich mache das immer mit der Hacke hier. Und dann zupfe ich das auch nicht raus. Reiße ich das einfach so mit der Hacke einmal ein bisschen auf. Und dann lasse ich das liegen. Weil durch die Sonne, die wir im Moment haben, und glauben Sie mir, das ist viel, trocknet das ganz schnell aus und dann passt das. Ja, Sie sehen ja hier, sieht so ein bisschen komisch aus im Garten. Ne? Also hier Seile gespannt, dann eine Müllbeutel hängen und dann steht da noch ein Storch im Garten. Wir haben irgendwas im Garten, wo wir nicht wissen, was es ist. Auf alle Fälle hat es angefangen, mir meinen Kohl abzufressen. Und es sind keine Tauben. Wir wissen aber nicht genau, was es ist. Ich gehe davon aus, dass es Wühlmäuse sind, weil sie haben mir da drüben, habe ich noch so 2 Tomatenpflanzen stehen. Die haben sie abgefressen, radikal. Und da gehen nun meinem besten Willen keine Tauben ran, weil die mögen sie nicht. Weiter hat hier irgendwas unseren Kohl angefressen. Was natürlich auch wiederum auf eine Taube schließen lassen könnte. Glaube ich aber trotzdem nicht. Also wird es weiterhin ein Rätsel bleiben, weil hier diese Kohlrabis, die hier zwischenstehen, die ja wirklich in diesem Jahr super klein sind, nicht einmal angeknabbert wurden. Passt alles irgendwie nicht zusammen. So, jetzt haben wir das Beet hier gleich fertig. Darf ich mich heute durch den ganzen Garten wühlen. Aber egal, muss ja sein. Weil Unkraut ist jetzt nicht gerade so, oder Wildkraut, Beikraut, wie man es nennen möchte, nicht gerade unbedingt erwünscht im Garten. Nicht? So, ich mach mal weiter. Bis gleich. Die erste Ernte in diesem Jahr. Und das, ehrlich gesagt, Anfang Juni. Ganz schön spät, oder? Aber ich weiß nicht, wie das Ihnen geht in diesem Jahr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ganze Gemüsejahr ist in diesem Jahr echt so 4 bis 6 Wochen hinterher. Allein unsere Erbsen, die hätten wir normalerweise schon geerntet. Die sind jetzt gerade mal 30 cm hoch und eigentlich wären die 1,80 Meter bis 2 Meter hoch. Also irgendwie alles dieses Jahr ein bisschen weit zurück. Was aber gut ist, sind meine Salate. Und der hier, na komm her, ist jetzt der erste, der im wahrsten Sinne dran glauben darf. Uns gibt es nämlich heute Abend, hat Flo sich gewünscht, Burger vom Grill. Ich habe gesagt, damit wir wenigstens den gesunden Aspekt dabei haben, Salat, Kopfsalat, mache ich schönes Buttermilchdressing zu mit Zitrone und Zucker, wie bei Oma halt. So, ich muss mich jetzt aufmachen, Sie noch ein bisschen im Garten gucken und wir werden mal essen. In diesem Sinne sage ich mal, viel Spaß beim Gartenrundgang. Bis gleich.
Ach so, so langsam grünt und wächst und blüht es ja im Garten. Gut, das Blühen ist jetzt im Gemüsegarten weniger, da blüht im Moment eher noch das Unkraut auf, aber das ist eine andere Sache. Wir kommen mal zum Ernten. Ja. Und zwar wurde ich in einem Video darauf hingewiesen, dass es doch schön wäre, wenn ich Sachen, die ich ernte, auch verarbeite, beziehungsweise dass ich erzähle, was ich damit mache oder zeige, was ich damit mache. Und wir fangen heute damit an. Und zwar ist bei uns der Rhabarber dran. Rhabarber ist ja so eine Kultur, die ähnlich wie Spargel nur bis zum gewissen Datum geerntet werden kann. Und bei uns ist das immer so, dass ich nur ein einziges Mal im Jahr den Rhabarber ernte, weil ich lasse ihn fast auswachsen und dann ernte ich ihn und dann verarbeite ich ihn. Zu einem friere ich mir die Stücke komplett ein für Rhabarberkuchen im Winter und sowas, aber, und das zeige ich Ihnen nachher im Laufe dieses Rückblicks, Rhabarberkompott habe ich damals, wenn Oma und Opa Rhabarber geerntet haben, als Kind total gerne gegessen. Machen wir in diesem Rückblick. Können Sie dabei bleiben? Werden wir heute machen. Also Sie bleiben dran, gucken jetzt mal so ein bisschen, was wir hier im Garten machen und ich werde den Rhabarber schnell ernten. Also wir sehen uns gleich. So, eine Karre voll mit Kaffeesatz. Ja, was macht man mit Kaffeesatz im Garten? Viele haben früher immer gesagt, da düngt man mit. Ja, ich nicht. Also schon. Ich schmeiß das übers Gemüse. Ja, so überall da so ein bisschen zwischen. Ich meine, mittlerweile macht das keinen Sinn mehr, weil das Gemüse selber ist jetzt schon so groß, dass die Tiere, die ich damit verschrecke, nämlich Schnecken, da sowieso nicht mehr rangehen. Aber das kriegt man problemlos überall. Und so ein bisschen Dünger ist es schon. Also sage ich mir, nehmen. Funktioniert wirklich. Gegen Schnecken. Können Sie ausprobieren. Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie so eine Menge herkriegen, ist ganz einfach. Gehen Sie mal in die nächste Bäckerei, die so eine Kaffeemaschine hat. Fragen Sie mal, ob die Kaffeesatz für Sie sammeln. Funktioniert sehr gut, sieht man ja. So, ich gehe jetzt weiter, Kaffeesatz verteilen und danach zeige ich Ihnen noch was. Bin gleich da. Da sind wir mal vor meiner Hütte, was? Ja, viele schälen den Rhabarber ja gründlich. Mach ich nicht, wird eh Kompott draus, beziehungsweise irgendwann im Winter, wenn wir Lust haben, auch mal einen Rhabarberkuchen draus. Ich ziehe nur so ein bisschen die Haut ab hier, was nötig ist. Und der Rest bleibt drinne, weil wenn ich Rhabarberkompott von mache, dann wird das eh faserig. Und das mag ich sehr gerne. Ja, also Sie sehen, ich mache den jetzt erstmal sauber, dann in Stücke. Dann wasche ich ihn und dann geht es hier in den Topf bzw. in den Gefrierbeutel. Später zum Einfrieren. So. Und wie gesagt, nur ganz leicht abpellen, weil ich will ja den Rhabarber haben mit all seinem Geschmack. Was man übrigens nicht machen sollte, der Rhabarber selber hat ja Oxalsäure. Das ist nicht so gerade gesund für uns Menschen. So sollte man ihn wirklich genau wie Spargel nur bis Ende Juli ernten. Und dann reicht das. Ende Juli? Ende Juni. Quatsch. Also bis Ende Juni. Das reicht dann. Ich zum Beispiel, ich ernte meinen nur einmal. Wir haben jetzt Mitte Mai. Da ernte ich ihn einmal. Und dann ist auch gut. Weil er soll mir ja im nächsten Jahr wieder schöne dicke Stangen bringen. Und dementsprechend gebe ich ihm dann auch die Kraft und Zeit für nächstes Jahr,
wieder einen neuen schönen Rhabarber zu produzieren. So, ich habe mal irgendwann die Frage gehabt, was machst du eigentlich mit den Blättern vom Rhabarber? Nichts. Kann man ja auch nicht essen. Aber ich lege die immer verkehrt rum in den Garten. Krabbeln die Schnecken unter. Und dann nehme ich diese Blätter, bringe sie ein bisschen weiter weg und die Schnecken sind aus meinem Garten verschwunden. Funktioniert echt gut. So, sie gucken sich jetzt noch mal ein bisschen um im Garten. Ich mache das hier mal fix fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe ja eben gesagt, ich zeige Ihnen noch mal was. Ne? Hier, Feige. Das ist die Feige, die ich hier ausgebuddelt habe, mit nach Wietze genommen habe, in Wietze gar nicht erst eingebuddelt habe und hier wieder zurückgepflanzt habe. Und mich gerade tierisch freue, dass die eine Feige dran hat. Gut, ob man die dieses Jahr essen kann, ist eine andere Sache. Aber es ist eine dran. Freut mich tierisch, dass sie es überhaupt überlebt hat. So, ich gehe jetzt mal weiter. So ein bisschen was machen. Hier, Tomaten ausgeizen. Das ist die einzige, die hier sich nicht so wohl fühlt. Alle anderen fühlen sich toll. Ich geh mal ausgeizen. Bis gleich. Da habe ich meinen Rhabarber jetzt abgewaschen. Jetzt mache ich mir erstmal hier meinen Rhabarberkompott. Ist eigentlich eine einfache Geschichte. Also der Rhabarber kommt jetzt hier einfach nur in den Topf. Da ist auch kein Wasser mit drin, weil der hat mehr als genug Wasser. Und jetzt warte ich einfach, bis er sich so ein bisschen aufgelöst hat. Und auch wenn ich es nicht gerne mache, aber Rhabarber braucht Zucker, ob man das will oder nicht. Ich mache da hingegen nicht so viel rein. So. Wer es natürlich süßer haben möchte, der macht da einfach ein bisschen mehr Zucker rein. Ich bin da nicht so der Süße, ich mag das so gerne. So. Das andere, was ich hier noch liegen habe, den Rhabarber, den nehme ich jetzt gleich raus. Der kommt in Tüten und dann wird er eingefroren. Hole ich mir erstmal die Tüten. Können Sie noch mal im Garten gucken. Bis gleich. Ich habe ja im letzten Jahr echt super viel Pech gehabt mit meinen Zucchinis. Jetzt habe ich sie dieses Jahr wieder da hinten in den Gemüsegarten gepflanzt und hatte noch zwei über. Und die habe ich gesagt, die setze ich hier mal rein. Tja, und das scheint sich auszuzahlen. Also die hier, da sind zwei Stück drin, also die hier, die hat schon Zucchinis dran. Die andere hier, ja, noch nicht so wirklich. Aber gut, wir sind ja erst Anfang der Zucchini-Saison, ne? Aber es ist schon mal gut, dass sie wieder wachsen. Und hier vorne, hier. Süßkartoffeln. Was wir nicht in diesem Jahr alles im Garten haben. Hier sitzt noch eine richtige Kartoffel. Also was heißt eine richtige? Diese Süßkartoffeln sind ja auch richtige Kartoffeln. Nur halt anders. Das lassen wir jetzt alles hier schön wachsen. Und dann mal gucken, was im Herbst so bei rauskommt. Apropos bei rauskommen. Aus dem Himmel müsste mal langsam was rauskommen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ist dieses Jahr ein echt schwieriges Jahr. Erst der Umzug hin und her. Viel zu spät anfangen. Ja, und dann sind wir jetzt mittlerweile bei fast 8 Wochen ohne Regen. Aber angesagt ist heute Regen. Zwar gleich mit Unwetter wieder, aber was soll man machen? Wir nehmen das so hin. Hauptsache, es kommt mal was von oben. Apropos oben. Wenn Flori jetzt mal ein bisschen nach oben schwenkt und man sieht mich dann nicht mehr, ist ja aber auch nicht tragisch. Ich kann ja erzählen. Das ist unser Kirschbaum.
Ja, oder sagen wir mal so, es ist an diesem Kirschbaum dran, was die Vögel uns übergelassen haben. Denn der Kirschbaum gehörte den Vorgängern, also die haben den gepflanzt. Ja, und von Ausschneiden hielt man da offensichtlich nicht viel von, sodass man, oder dass wir jetzt hier einen riesen Kirschbaum stehen haben, wo man nicht mal ein Netz drüber spannt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Netze ich kaufen müsste, um diesen Baum ja, zu bedecken. So ist jedes Jahr das gleiche Spiel. Wir hängen oben einen Müllsack rein, der verscheuchten Teil der Vögel. Ja, ein Teil aber auch nicht. Hauptsächlich die Staren nicht. Und wir nehmen, was übrig bleibt. Meistens sehr hellgelbe Kirschen, damit wir überhaupt noch was kriegen. Rot werden die manchmal gar nicht. Wenn Sie einen Tipp haben, was ich mit diesem riesen Kirschbaum machen kann, damit auch ich mal davon so 25 bis 27 Kirschen kriege, schreiben Sie mal unten in die Kommentare. Wäre eine super Idee. Oder haben Sie zufällig das schon mal getestet? Es gibt ja diese komischen Vögel, die man da reinhängt, die dann immer so kreisen, wenn der Wind geht. Hat das einer von Ihnen einen Garten? Funktioniert das? Wenn ja, unten in die Kommentare. So, ich werde mir jetzt meine eine Kirsche schmecken lassen. In diesem Sinne, später. Dann geht's dem Rhabarber an den Kragen. Das mache ich immer so Pi mal Daumen. Also da mache ich auch nichts Besonderes jetzt, dass ich jetzt abwiege oder sowas. Kommt dann so ein bisschen was hier rein. Und dann sage ich mir, reicht oder reicht nicht. Wenn wir dann im Winter mal Bock auf Rhabarberkuchen haben, dann wird einfach ein Tütchen aufgemacht. Und fertig ist. Also ich denke, das reicht so. Und nächste Tüte. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, oder? Man muss es halt nur machen, weil dafür wächst es ja im Garten. Und ich meine, was kann es Schöneres geben, als in den Garten zu gehen, etwas aus dem Garten zu holen, es sich fertig zu machen und sich dann zu freuen, dass man was zu essen hat. Gibt leider nicht so viele, die das machen. Viele haben Garten, manche wissen auch gar nicht, was sie im Garten haben. Viele haben zum Beispiel auch Meerrettich im Garten. Haben wir auch. Gibt es auch ein Video zu. Müssen Sie mal schauen. Und die wissen gar nicht, dass man dieses gute Zeug für sich nutzen kann. Gut, jetzt ist das nicht so extrem, wie ich das hier mache. Mit Anbau extra für den Winter und. Gibt ja noch genug andere Garten-YouTuber, die das genauso machen. Die es ja noch mehr machen als ich, aber man möchte halt schon sein eigenes Gemüse, wo man dann auch wirklich weiß, womit man gedüngt hat. Und bei uns besteht Dünger aus Kompost. So, ich denke mal, drei Tüten reichen. Den Rest werfe ich hier einfach gleich noch mit in den Kompott. Das heißt, wir können im Winter wenigstens dreimal Rhabarber essen. Und dann ist der neue hoffentlich schon wieder reif. So, wir haben fertig. Wieder mal einen Rückblick geschafft. Die Flasche habe ich nicht ganz geschafft. Da ist ja auch, wie viel ist denn da? Da ist ein halber Liter drin. Halber Liter Fassbrause. Mag sowas ja, ne? Das ist ja eigentlich auch mal ausprobieren, ob man die selber machen kann. Was man nicht also selber machen kann, ne? Haben wir übrigens ganz tolle Sachen dieses Jahr noch. Experiment mit Bohnen. Ob sich das lohnt, Bohnen überhaupt einzukochen, beziehungsweise Gemüse einzukochen. Können Sie bald sehen. Video ist fast fertig. Tja, Flusdalien kommen noch. Unsere
ich sage es mal vorsichtig, Rehkürbisse. Erfahren Sie alles, was das jetzt zu bedeuten hat. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Sonntag. Bleiben Sie uns treu. Auf die nächsten 1000. Oder mal sehen, was da noch kommt. Wir haben noch einige Überraschungen. Hier, Vorgarten. Gibt es auch noch was Neues. Und vielleicht gibt es noch etwas Neues, aber da können wir noch nicht drüber reden. Das ist noch nicht, wie man so schön sagt, in trockenen Tüchern. Also, schönen Sonntag Ihnen. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder zu einem neuen Video. Und ich mache jetzt noch hier Schlückchen leer. Also, bis nächste Woche. Tschüssi.